Jetzt wird zunächst zu uns sprechen Dr. Eisenhard von Löper, der als Rechtsanwalt sich seit etlichen Jahren bemüht, im Rahmen des Aktionsbündnisses für den Kopfbahnhof in Stuttgart die Verantwortlichen bei der Deutschen Bahn auch juristisch verantwortlich zu machen. Sie sind nämlich wegen eminenter Kostenüberschreitung und ungedeckter Kosten für das Projekt Stuttgart 21 der Untreue schuldig nach unserer Auffassung. Und dazu wird Eisenhard jetzt einige Worte sagen. Bitte schön, Eisenhard. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich finde es großartig, dass ihr alle da seid, den weiten Weg nicht gescheut habt. Und in der Tat, es geht ja darum, wir hatten zwei Gründe. Das eine war die unglaubliche Vertagung der Aufsichtsratssitzung, weil sich der Aufsichtsrat davor drückt, hier weichenstellende Entscheidungen für die Verkehrspolitik im Interesse aller zu treffen. Das kennen wir ja, diese Methode, aussitzen, vertuschen, vertagen und sich auf später verlegen. Und man hat natürlich zugleich vermeiden wollen, dass der Murks der Verkehrspolitik ins öffentliche Scheinwerferlicht gerät. Denn das wäre ja zwangsläufig wenige Tage vor der Wahl die Folge gewesen. Also verschiebt man die Sache. Aber der zweite klare Grund für uns hier da zu sein, ist, dass die Staatsanwaltschaft Berlin unserer Strafanzeige wegen Untreue gegen amtierende und ehemalige Bahnchefs und gegen den Aufsichtsratschef der Bahn, Professor Dr. Dr. Urs Helmut Felcht, Folge geleistet hat in der Weise, dass sie gesagt haben, der Anfangsverdacht für die Ermittlungen ist da und wir müssen noch eine Weile ermitteln, bevor wir entscheiden, ob Anklage erhoben wird wegen strafbarer, gemeinsamer, fortgesetzter Untreue zu Lasten des Bahnkonzerns. Was heißt Untreue? Das heißt, dass die Verantwortlichen der Deutschen Bahn Aktiengesellschaft, ein Staatskonzern, dass die eben ihre Verpflichtung zur Betreuung des Vermögens der Bahn missachtet haben, ihre Pflichten verletzt haben. Und das, sagen wir, haben sie in vierfacher Hinsicht getan, nämlich indem sie 4 bis 6 Milliarden Euro in den Sand setzen, den man durch eine Umstellung auf den Umstieg von Stuttgart 21 einsparen kann. Zum Zweiten, weil der 16-gleisige Kopfbahnhof durch einen 8-gleisigen Tief- und Schiefhaltepunkt ersetzt werden soll. Wir sagen, was sagen wir? Umstieg jetzt. Oben bleiben wir auch. Und zum Dritten, dass der Bahnhof also auf eine schiefe Ebene kommen soll, nämlich indem hier nun eine abschüssige Bahn 6 Meter Höhenunterschied im Tiefbahnhof realisiert werden soll, weil man sagt, es gibt Zwangspunkte. Man soll die S-Bahn überqueren und die U-Bahn unterqueren. Und statt dass man sagt, es gibt den vorbeugenden Gefahrenschutz im Interesse der Bahnreisenden, richtet man sich an Zwangspunkte der örtlichen Gegebenheiten. Und warum? Weil man es politisch gewollt hat, dieses Projekt. Das soll durchgeboxt werden, egal was es kostet, egal welche Schäden Menschen davontragen und egal was durch Anhydrit an Streckenstilllegungen zu erwarten ist. Das ist eine unglaubliche Situation. Und die interessante Geschichte daran, wir leben, wie man sagt, in einem Rechtsstaat. Und das heißt, die Staatsorgane sind nach dem Grundgesetz in der Pflicht, alles nach Gesetz und Recht zu tun. Und nun kommt die Staatsanwaltschaft her und sagt, da besteht der begründete Verdacht, dass ihr Staatsorgane, ihr Bahnchefs strafbare Handlungen begeht, weil ihr den Weiterbau von Stuttgart 21 beschließt gegen alle Vernunft, gegen alles Gesetz und Recht. Das ist ein spannender Moment. Jetzt frage ich nur, wo bleiben die Medien?
Wo bleiben die Medien, die darüber berichten? Da gibt es ein Buch, das heißt Lückenpresse. Da werden wesentliche Sachverhalte, die die ganze Gesellschaft betreffen, nämlich ob diese Politik korrupt wird, ob sie sich in strafbare Gefilde begibt, ob die Bahnchefs strafbare Untreue begehen und ob man dicht davor ist, ob dieses ganze Projekt, das 10 Milliarden Euro und mehr kosten dürfte, ob das in den Sand gesetzt wird. Darüber wird schlicht geschwiegen. Wo sind wir denn eigentlich? Und da stimmt etwas nicht. Das möchte ich einfach, dass sich diese Dinge mit unser aller Einsatz ändern muss. Aber ich möchte auch noch auf etwas anderes hinweisen, ganz kurz. Und zwar, diese vier Gesichtspunkte, die ich genannt habe, sind unbestreitbar. Und egal, selbst wenn keine Strafverfolgung stattfände, müsste die Verkehrspolitik auf das vernünftige Interesse am Erhalt und Ausbau des Schienenverkehrs sich besinnen. Und das muss mit der Wahl und nach der Wahl muss das stattfinden. Und da setzen wir alle unsere Kräfte dafür ein. Da haben wir noch eine ganze Menge vor und zu tun. Und in diesem Sinne, oben bleiben, Umstieg jetzt. Danke.